Welches Thema wirst du auf keinen Fall nehmen und warum? Werkvergleich, weil mir eventuell das Wissen für die Werke fehlt. Welchen Filmtitel würdest du den letzten anderthalb Jahren Deutschunterricht geben? Irgendwas mit Apokalypse, glaube ich. Nein, ich mache es nochmal, das war richtig dumm. Liebe Leute, schön, dass ihr dabei seid. In ein paar Tagen ist Deutschabitur und ich habe ein paar von den Deutschkursschülern, die hier an der Schule sind, gefragt, was sie über das Deutschabitur denken und welche Themen sie nehmen. Wenn ihr das gut findet, dann lasst mir doch ein Abo da, vor allen Dingen, wenn ihr es erst nächstes Jahr macht. Ansonsten bin ich gespannt, was ihr dazu zu sagen habt, aber jetzt hören wir uns vor allen Dingen mal die an, um die es geht. Uff, das war schwer. Armageddon. Täglich grüßt das Murmeltier. Weiß nicht, irgendwas mit How to Survive, Deutsch-Abi oder so. Shutter Island? Ja. Für mich persönlich waren die Gedichte eigentlich sehr interessant, weil man vieles gar nicht so auf den ersten Blick gedacht hat, dass es halt so dazu passt. Hermann Hesse Steppenwolf, weil ich das Buch eigentlich echt gut fand. Also am interessantesten fand ich unter anderem Werkvergleich, weil wir da eben diese drei verschiedenen Lektüren durchgenommen haben und die mich eigentlich auch ziemlich angesprochen haben, weil ich auch gern lese. Also ich fand Werkvergleich eigentlich ziemlich interessant, aber irgendwie Gedichtvergleich finde ich am besten, weil es war so ein bisschen differenzierter. Also am interessantesten vermutlich die Bücher und davon schätze ich mal Steppenwolf, was am neuesten war, noch relativ aktuell. Also ich bin eigentlich ziemlich positiv dem Deutschabitur gegenüber, weil ich glaube, ich bin eigentlich ziemlich vorbereitet schon. Gelassen. Ja, ich habe jetzt nicht so große Ansprüche an mich selbst. Bisher eigentlich noch ziemlich gut. Es geht. Also einerseits denke ich mir so, ich habe jetzt noch die Ferien und dann denke ich mir so, aber manchmal, gerade nach so einer Belehrung, die wir heute hatten, denke ich mir dann so, Also eigentlich bin ich da ziemlich neutral. Ich habe ja alles gelernt und viel werde ich jetzt nicht mehr machen in den Ferien. Gedichtvergleich, weil das ist eben eins meiner Lieblingsthemen und als zweites Backup sozusagen nehme ich den Werkvergleich, weil man sich am besten darauf vorbereiten kann. Wahrscheinlich auch Gedichtsvergleich. Erörterung, weil ich im Werkvergleich ziemlich schlecht bin und Erörterung, dafür interessiere ich mich und deswegen ja. Also ich weiß noch nicht, ich stehe noch zwischen Gedichtsvergleich und Erörterung. Essay und Erörterung und Kurzprosa, weil ich finde, man kann sich auf alles nicht so gut vorbereiten und ich weiß nicht, das ist mir irgendwie ja, zu kompliziert, zu frei. Werkvergleich, weil ich es überhaupt nicht kann. Werkvergleich, weil ich mich nicht so ganz mit den Werken so befasst habe, beziehungsweise ich die dann nochmal ziemlich durchlesen müsste in diesen 3 Wochen. Essay wahrscheinlich, weil ich überhaupt nicht kreativ schreiben kann und das wäre nix. Werkvergleich, weil mir eventuell das Wissen für die Werke fehlt. Dass sie sich wahrscheinlich nicht nur auf eins vorbereiten sollen, weil sie ansonsten, wenn das Thema schlecht wird, ziemlich versagen würden. Auf keinen Fall am letzten Tag anfangen zu lernen. Man muss nicht die Werke lesen, um durchs Abi zu kommen. Gute Frage. Eigentlich bräuchte ich selber ein bisschen Rat. Vielleicht einfach versuchen, ruhig zu bleiben, zu chillen. Also, macht's gut und bleibt kritisch.
Endlich wollte ich die Welt sehen.